Moin meine lieben Sneaker-Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem Kanal. Nach einem doch wirklich äußerst krassen Monat März, wo die Dichte an gehypten Drops und Releases schon sehr, sehr hoch war, ist er jetzt hier leider in Anführungsstrichen schon vorbei. Der April steht kurz vor der Tür, beziehungsweise heute, wo ich das Video hochlade, da hat der April bereits angefangen. Es ist ein bisschen entspannter diesen Monat, was aber auch, glaube ich, gut für unser aller Geldbeutel in dem Moment ist. Nichtsdestotrotz gibt es auch wirklich ein, zwei Releases, die hier erwähnenswert sind und die trotzdem auf dem Schirm von vielen Leuten sein sollten, weil sie, auch wenn sie vielleicht nicht so gehypt sind, trotzdem wirklich nice aussehen. Und wir haben natürlich einen der gehyptesten Releases diesen Jahres. Dementsprechend bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Den Anfang machen wir jetzt erstmal hier am 1.4., also heute, denn auch heute sind schon ein paar Schuhe gedroppt. Den Anfang machen wir jetzt hier aber erstmal mit Adidas, denn es sind ja zwei Silhouetten bei Adidas gedroppt. Zum einen hier der Campus 80s in der Kollaboration mit Bape. Diese Kollaboration bzw. diese Partnerschaft haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Es gab ja in der Vergangenheit schon ein, zwei Releases, die aus dieser Kollaboration entstanden sind. Jetzt haben wir hier eine weitere neue Silhouette. Zeitgleich ist aber auch noch ein weiterer Schuh gedroppt, nämlich der Samba in Kollaboration mit Jason Dill. Auch das in meinen Augen ein wirklich schicker Schuh. Beide Schuhe habe ich hier allerdings in meinem Weekly Release Update vom Mittwoch angesprochen. Dementsprechend möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen. Wenn ihr euch das Ganze ein bisschen genauer angucken möchtet, dann schaut gerne in dem Video vorbei. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung. Ein Schuh, den ich noch nicht angesprochen habe, das ist hier der Air Jordan 11, der vor kurzem abgeloadet worden ist. Den Schuh habe ich wiederum noch nicht angesprochen, weil der Upload von dem Modell hier erst nach meiner Aufnahme für das Video am Mittwoch stattgefunden hat. In meinen Augen hier auf jeden Fall ein sehr schicker Air Jordan 11. Er ist eben ein bisschen heller als der Cool Grey, was für mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser kommt. Liegt einfach daran, dass mir der Air Jordan 11 Cool Grey ein Ticken zu dunkel war. Ich finde ihn auf jeden Fall extrem nice. Ich glaube aber, wenn man hier ein etwas leichteres Grau hat, dann lässt sich der Schuh deutlich besser einbauen. Haken an der Geschichte hier ist in meinen Augen auf jeden Fall der Retail, denn 200 Euro für eine Low-Top-Variante vom Air Jordan 11 sind schon äußerst heftig. Und ich meine, wenn man sich zurückerinnert, so viel teurer war der Cherry beispielsweise, der eine High-Top-Variante ist, auch nicht. In meinen Augen auf jeden Fall ein extrem nicer Air Jordan 11 Low, der sich bestimmt gut in viele Outfits einbauen lässt. Aber Haken an der Geschichte, wie gesagt, der Retail ist hier für den Schuh relativ hoch. Und auch den nächsten Schuh, den ich hier ansprechen möchte, habe ich ebenfalls schon in meinem Weekly Release Update am Mittwoch angesprochen. Heißt, auch da findet ihr etwas ausführlicher meine Aussage und meine Meinung zu diesem Schuh. Das ist hier für den 6.4. der Air Jordan 3 Lucky Green. In meinen Augen hier auch ein sehr schöner Air Jordan 3. Vor allem zeichnet sich dieser Schuh hier dadurch aus, dass er dasselbe Color Blocking verwendet wie der Air Jordan 3 White Cement. Klar, wir haben hier jetzt nicht die Reimagined Aspekte, heißt, wir haben nicht das Vintage Backtap. Aber auf der anderen Seite ist es eben hier dieses selbe dezente Colorblocking und dementsprechend ist es hier in meinen Augen auch eine gute Alternative, wenn man bei dem Air Jordan 3 White Cement Pech hatte. Die Lucky Green Akzente passen sich einfach sehr schön ein, es ist sehr subtil, was diesen Schuh in meinen Augen auch auf jeden Fall gut zu stylen macht. Aber auch da nähere Informationen in meinem Weekly Release Update, wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Damit würde ich aber auch sagen, starten wir jetzt straight in die Releases rein, die ich noch nicht angesprochen habe und den Anfang, den machen wir hier am 8.4. Denn hier wird jetzt endlich der große General Release via Nike von dem Air Jordan 1 High Skyline stattfinden. Der Schuh ist ja bei ein paar Retailern schon lange vorher gedroppt. Jetzt haben wir hier den großen Drop via Nike und ich muss sagen, mir gefällt der Schuh schon sehr, sehr gut. Wir haben hier wie bei vielen anderen Air Jordan 1 Highs eine weiße Basis. Das große Special liegt hier bei dem Schuh tatsächlich in den farblichen Verläufen, die hier als farbliche Akzente gesetzt worden sind. Denn der große Unterschied ist hier zum einen, dass wir so eine Art Jeans-Stoff-Upper haben, was schon so nicht ganz so oft auf dem Air Jordan 1 High vorkommt. Und dann erkennt man hier bei dem Color Blocking aber noch eine Ähnlichkeit, beziehungsweise man fühlt sich an irgendetwas erinnert, nämlich an die kleinen Kärtchen, die bei den Air Jordan 1 High 85 dabei sind. Denn der Colorway ist hier diesen Kärtchen gewidmet, denn da sieht man eben diese Skyline und genau dieser Farbverlauf ist hier auf beiden Schuhen zu sehen. Insgesamt hier, wie gesagt, ein sehr schöner Colorway, kleines Manko, was ich bis jetzt so mitbekommen habe von den Releases, die schon stattgefunden haben. Leider soll die Quali sowohl der Materialien als auch der Verarbeitung hier nicht äußerst hochwertig sein. Heißt, es wird hier mal wieder ein Schuh sein, der sich leider bei den vielen anderen Releases einreiht, die wir in der Vergangenheit schon hatten. Nichtsdestotrotz hier in meinen Augen ein wirklich schöner Air Jordan 1 High, der sehr gut geeignet ist für die kommenden Monate. Bei dem nächsten Release müssen wir da ein bisschen warten, zumindest gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Schuhe, die dazwischen droppen und weitergehen tut es hier am 14.04. Auch da droppt ein weiterer neuer Air Max 1, wir haben extrem viele Releases in der letzten Zeit gesehen, ist aber auch wirklich viel krasses Zeug dabei gewesen, muss ich sagen. Und auch der Colorway sieht hier besonders interessant aus, denn wir haben hier bei dem Air Max 1 Mika Green das klassische Color Blocking.
aber eben mit diesem grünen Farbton ist das Ganze sehr dezent und subtil, was für mich diesen Schuh auch nochmal interessanter macht. Denn dieses Mika Green ist so eine Art verwaschenes Khaki, so ein bisschen olivgrün. Die Farbe ist nicht so klar definierbar, aber man muss eben dazu sagen, aufgrund dieser sehr dezenten Farbgebung ist es auf jeden Fall ein Schuh, bei dem sich viele nice, sehr schlichte Outfits drumherum aufbauen lassen. Und wenn man ihn anzieht, muss man sich, glaube ich, auch um das restliche Outfit nicht viele Gedanken machen, denn der Schuh ist auf jeden Fall sehr schön zu kombinieren. Und nur wenig später, nämlich direkt einen Tag darauf, am 15.04., werden wir hier einen der gehyptesten Releases diesen Monat sehen, nämlich den Air Jordan 1 High Lucky Green. Ursprünglich angenommen wurde hier ja, dass es ein Celtics Remake sein wird, das bedeutet, dass es hier ein Ticken grüner sein wird, beziehungsweise dunkelgrüner. Hat sich aber dann relativ schnell rausgestellt, dass es hier doch ein anderer Grünfarbton ist, nämlich der Lucky Green Farbton. Aber das Colorblocking selber ist ja schon äußerst begehrt, denn wir haben hier das typische Black Toe Colorblocking. Wie der Name dieses Colorblockings schon sagt, haben wir eben nur einen farblichen Akzent hinten im Fersenbereich, nämlich das Lucky Green. Ansonsten haben wir hier die weiße Basis und vorne eben die schwarze Umrandung der Toebox. In meinen Augen hier auf jeden Fall eines der besten Colorblockings auf dem Air Jordan 1 High. Und was man hier auf jeden Fall auch dazu sagen muss, bei dem Schuh sieht die Quali der Materialien auf jeden Fall wieder deutlich hochwertiger aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn man hier jetzt dann auch die ersten Leaks und News zu den Stock Numbers bekommen wird. In meinen Augen auf jeden Fall eine der besten Air Jordan 1 High Colorways, die wir dieses Jahr bekommen werden. Und es zeichnet sich auch ab, dass hier vielleicht grün die neue Trendfarbe ist. Dementsprechend auch der Schuh hier ein wirklich guter Pickup für den Sommer. Den nächsten Release sollen wir dann am 22.04. bekommen. Wobei man hier dazu sagen muss, eigentlich sind es zwei Releases. Den Anfang mache ich jetzt hier aber erstmal mit dem Air Jordan 13 Black Flint. Die Flint Colorways auf dem Air Jordan 13 kennt man schon. Auch der ist hier relativ simpel gehalten. Wie der Name schon sagt, eben mit Schwarz. Die Air Jordan 13 Silhouette ist jetzt keine besonders gehypte Silhouette insgesamt im Sneaker-Game, vor allem aber auch nicht in Europa oder Deutschland. Nichtsdestotrotz ist es hier auf jeden Fall ein extrem schickes Auftreten, was diese Silhouette hier an den Tag legt. Und ich denke mal, dass man hier wahrscheinlich relativ easy auschecken kann, wenn der Schuh auch hier in der EU droppen wird. Und daher hier ein weiterer krasser Release. Ebenfalls am 22.04. sollen wir aber auch noch einen weiteren Air Jordan 1 High Colorway bekommen. Es ist einer von mehreren Washed Colorways, die entweder schon bestätigt oder geleakt sind für dieses Jahr. Auch da zeichnet sich ab, dass diese Optik hier besonders gut ankommt. Ich denke mal, dass Nike hier einfach daran anknüpfen möchte, wie der Turbo Green und der Hyper Royal angekommen sind. Der Washed Denim ist hier eben aber mal ein bisschen anders aufgebaut worden, denn wir haben hier zwar zum einen dieselben Washed-Anteile wie bei dem Hyper Royal oder dem Turbo Green, aber auf der anderen Seite haben wir hier einen neuen Aspekt, nämlich eine sehr starke yellowte Midsole, die das Ganze hier ein bisschen schlichter macht. Liegt ja einfach auch daran, dass zusätzlich wieder ein bisschen Kontrast aus dem Schuh rausgenommen worden ist. Finde ich aber bei einem pinken Schuh hier gar nicht so falsch, denn die Farbe selber ist schon auffällig genug. Und dementsprechend muss man hier nicht auch zusätzlich noch mit harten Kontrasten arbeiten, was den Schuh hier dann zusätzlich in der Variability noch schlechter machen würde. Daher hier auf jeden Fall mal ein etwas anderer Air Jordan 1 High, auch dieses Colorblocking so sehr begehrt. Auf der anderen Seite ist ein so pinker Colorway oder so auffälliger Colorway schon äußerst selten auf dem Air Jordan 1 High und dementsprechend hier aber ein Schuh, der auf jeden Fall Lust auf den Sommer macht und sich eben den warmen Monaten von der Farbe her anpasst. Weitergehen tut es dann aber auch schon am 25.04. und hier machen wir jetzt mal einen kleinen Switch, denn der nächste Release ist tatsächlich kein Release von Nike, sondern in diesem Fall sind wir hier bei New Balance. Zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme ist der Schuh bereits schon auf New Balance gelistet, was auf jeden Fall schon mal in erster Instanz ein gutes Zeichen ist. Mit dem New Balance 990 V6 in der Kollaboration mit Action Bronson, einem WWE-Wrestler, hat man hier auf jeden Fall mal einen Kollaborationspartner, was man eigentlich gar nicht so oft sieht. Ich meine, es ist schon bekannt, dass man hier immer wieder bei den ganzen Wrestlern doch sehr gehypte Schuhe sehen kann, wie beispielsweise den Travis Air Jordan 1 High Fragment oder auch etliche andere. Aber auf der anderen Seite, als Kollaborationspartner hätte ich persönlich das bis jetzt noch nie aktiv wahrgenommen. Der Schuh hier ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Wir haben viele Farben verarbeitet. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dass das Ganze in meinen Augen äußerst gut zusammenpasst und es daher hier auf jeden Fall ein sehr nicer Colorway ist. Wird die Nachfrage jetzt hier besonders hoch sein? Allein im Hinblick auf den Retail bin ich mir da nicht ganz sicher, weil Action Bronson natürlich zum einen hier nicht der besonders gehypte Kollaborationspartner ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch hier ein sehr auffälliger Colorway, der nicht ganz so einfach zu kombinieren sein wird. Nichtsdestotrotz für alle New Balance Fans auf jeden Fall eine Überlegung und einen Blick wert. Zum anderen hier eine gelungene Alternative zu den sonstigen Releases, die wir so in der letzten Zeit sonst gesehen haben oder bald auch bekommen werden. Und damit kommen wir dann aber auch schon zu dem gehyptesten Release im April. Nämlich am 26.04. soll es jetzt nach langem Warten doch endlich soweit sein. Und wir sollen wohl voraussichtlich den letzten Air Jordan 1 in der Kollaboration mit Travis Scott bekommen, nämlich den Olive Colorway. Dieser Schuh scheidet hier wieder meines Erwartens tatsächlich doch die Community sehr, sehr stark.
Es gibt extrem viele Travis Scott-Fans, die trotzdem sagen, dass der Olive Colorway hier jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist. Ich kann das Ganze gut nachvollziehen. Normalerweise sind wir doch deutlich stärkere Kontraste oder eben gar keine gewöhnt. In diesem Fall ist es jetzt hier eher so der Mittelweg. Wir haben einen relativ dunklen Schuh, aber mit dem Olive Swoosh hebt sich das Ganze jetzt nicht sonderlich stark ab. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall nicht einer der stärksten Air Jordan 1s, die in dieser Kollaboration entstanden sind. Trotz allem wird der Hype um diesen Schuh aber auf jeden Fall äußerst groß werden. Ursprünglich sollte der Schuh ja eigentlich schon im März droppen. Ich denke aber mal, dass Nike den Schuh bewusst nach hinten geschoben hat, weil einfach nicht so viele krasse Schuhe im April kommen und man dementsprechend hier mit der hohen Dichte im März einfach das Ganze schön nochmal ein Stückchen rauszögern konnte. Zum Schuh selber gab es ja lange nur Bilder zu den GS-Paaren. Jetzt ist es aber endlich soweit, dass wir hier tatsächlich auch von dem normalen Size Run die Bilder haben. Und ich muss sagen, insgesamt sieht der Schuh trotzdem eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Es ist jetzt hier nichts ganz Besonderes. Es ist jetzt nicht besonders auffällig. Bricht ja auch da wieder ein bisschen mit dem, was wir von Travis kennen. Aber es soll eben auf der anderen Seite auch der letzte Air Jordan 1 in der Kollaboration sein. Dementsprechend wird der Schuh wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr teuer werden. Dazu muss man hier sagen, dass dieser Schuh wohl voraussichtlich im Women's Size Run erscheinen wird und ich kann jetzt schon den ganzen Aufschrei in den Kommentaren mir vorstellen. Aber was sich eben im Laufe der letzten Zeit so rausgestellt hat, soll es wohl ein Extended Size Run sein. Das bedeutet, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich größere Sizes geben als die 44.5. In welchem Ausmaß das Ganze jetzt hier ausgeprägt sein wird, das auf der anderen Seite ist noch nicht wirklich klar. Ich denke mal, dass sich da jetzt in naher Zukunft in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen mehr Informationen ergeben werden, die ich euch natürlich dann auch mitteilen werde. Bis jetzt müssen wir zumindest dahingehend noch ein bisschen abwarten. Auch sonst habe ich aber noch eine kleine Randnotiz für euch, denn ich habe schon ein paar Early-Paare gesehen, zumindest Fotos. Man muss sagen, die Verarbeitung sieht auch bei den Paaren wieder äußerst bescheiden aus. Denn was ich da vermehrt feststellen konnte, war tatsächlich, dass immense Klebereste zu sehen waren. Das Ganze stimmt auf jeden Fall wieder pessimistisch, denn auch schon bei dem Black Phantom ist es sehr stark aufgefallen, dass hier bei der Quality Control wahrscheinlich wieder ein paar Augen zugedrückt worden sind. Ich hoffe, dass es hier jetzt eher das Negativbeispiel war und dass es nicht für die breite Masse gilt, aber wir müssen auch das hier im Hinterkopf behalten. Es könnte also sein, dass wir hier eine ähnliche Quality Control sehen werden, wie schon bei dem Black Phantom oder anderen Releases. Somit sind wir dann aber auch leider schon wieder bei dem vorletzten Release angekommen, zu dem man zumindest zum jetzigen Zeitpunkt was weiß. Und in diesem Fall soll hier am 28. ein weiterer neuer Air Max One droppen, in diesem Fall der Premium, der noch keinen vernünftigen Namen hat. Dieser Schuh ist hier auf jeden Fall ein echter Hingucker. Wir haben hier zum einen natürlich wieder unterschiedliche Materialien verarbeitet, das sieht man auf den ersten Blick. Aber auch die Muster und Colorways, die hierbei verwendet worden sind, machen den Schuh zu was ganz Besonderem. Zum einen haben wir hier den großen Anteil mit Jeansstoff, dann haben wir bei der Toebox einen weißen, samtartigen Stoff, hinten noch ein bisschen Leopardmuster. In meinen Augen ist es auf jeden Fall ein sehr interessanter Air Max One. Ich denke aber mal, dass es hier viele Leute wahrscheinlich abschrecken wird. Und ich muss dazu sagen, tatsächlich ist das einer der wenigen Air Max One Colorways, die ich wahrscheinlich sogar eher bei den Frauen sehen werde. Es passt einfach für die weiblichen Sneakerheads unter uns etwas besser mit dem Jeans und dem Leopardmuster. Aber natürlich kann man diese Schuhe auch als Mann tragen. Damit sind wir dann aber auch schon bei dem letzten Release angekommen, von dem wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen. Und in diesem Fall handelt es sich hier um den Air Jordan 3 Wizard. Bei dem ist es auf jeden Fall mal wieder ein etwas auffälliger Colorway, liegt auf jeden Fall in erster Instanz schon mal daran, dass hier das Elephant-Muster ein ganzes Stück dunkler ist. Aber auch mit dem Dunkelblau ist das Ganze hier ein bisschen kontrastreicher als jetzt ein White Cement oder ein Lucky Green, wodurch das Ganze natürlich wiederum auffälliger wird. Insgesamt auch der Schuh auf jeden Fall hier klassisch Air Jordan 3, die Materialien sehen sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, dass es auch da sich jetzt wieder ein bisschen unterscheiden wird, wie hoffentlich auch bei dem Lucky Green von dem Air Jordan 3 White Cement, dass hier die Quality Control wieder besser war und auch die Materialien gleichmäßiger sind. Dieser Air Jordan 3 sieht aber auch trotzdem besonders gut aus, dementsprechend auch hier für die Air Jordan 3 Fans auf jeden Fall wieder was dabei. Und ich denke mal, dass man hier aufgrund des etwas kontrastreicheren Colorways bessere Chancen haben wird als beispielsweise bei dem White Cement oder dem Lucky Green. Und wer glaubt, dass ich jetzt tatsächlich an dem Punkt hier schon fertig bin, der hat zumindest nur zum Teil recht. Denn wenn man schon ein bisschen länger im Sneaker-Game dabei ist, dann weiß man, dass im April eigentlich noch was ansteht, zu dem wir tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt zumindest gar keine Leaks und gar keine Infos haben. Denn der April ist ja so gesehen irgendwie der Monat des Weed mit dem 420, also dem 20. April. Und normalerweise droppt zumindest in Amerika eigentlich immer irgendein SB Dunk, der mit diesem Thema in Verbindung gebracht werden kann. Was mich jetzt hier ein bisschen erstaunt ist, dass wir tatsächlich noch gar keine Leaks haben. Die letzten Jahre war es ja so, dass wir zumindest schon ein, zwei Monate vorher hier schon irgendwelche Infos oder Leaks hatten, dass man weiß, in welche Richtung es dann das Jahr gehen soll. Dieses Jahr ist es hier tatsächlich anders. Ich habe noch gar keine Infos gefunden. Ich habe aktiv gesucht. Mir ist hier noch gar nichts unter die Nase gekommen. Klar kann es sein, dass hier irgendein SB Dunk droppen wird,
den wir in irgendwelchen Leaks schon gesehen haben. Aber für mich ist bis jetzt, zumindest bei dem, was ich weiß, noch kein SB Dunk Low, SB Dunk High oder ähnlicher Schuh dabei gewesen, der hier zumindest im Entferntesten mit dem Thema in Verbindung gebracht werden konnte. Also auch hier die Augen weiter offen halten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, denn es ist nicht vor dem Hintergrund von Marihuana mein Lieblingsthema, sondern es ist einfach von dem Theme und der Umsetzung jedes Mal extrem cool, was Nike da auf die Beine stellt. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass es sich auch dieses Jahr hier ähnlich verhalten wird und wir trotzdem einen 420 SB Dunk bekommen werden. Leider, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts bekannt. Haltet also hier die Augen offen. Lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr hier schon ein bisschen mehr wisst. Ich bin auf jeden Fall gespannt und meine Fingers sind crossed, dass wir dieses Jahr auch wieder einen ziemlich niceen Release sehen werden. Damit sind wir dann aber tatsächlich auch endgültig hier am Ende meines Videos angelangt. Es reicht auf jeden Fall schon mal für einen groben Überblick, was uns so alles im April erwartet. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so krass, was kommt. Nichtsdestotrotz aber ein, zwei ziemlich nice Releases dabei, die hier auch bestimmt für viele von euch interessant sind und dementsprechend trotzdem ein starker Monat. Sollte sich jetzt hier ansonsten im Laufe der nächsten Tage und Wochen noch irgendwas ergeben, dann werde ich euch dahingehend natürlich weiter up to date halten. Schaut also, dass ihr unbedingt ein Abo auf diesem Account hier da lasst, damit ihr immer Bescheid wisst über die neuesten Releases. Ich hoffe natürlich, dass das Video euch hier wieder gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst auch gerne wieder ein Like und ein Kommi da. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder, Freunde. Bis dahin, haut rein!